Schön, dass du da bist, lieber Schütze. Ja, das ist deine Bonuslegung. Du hast die meisten Likes für meine, also von allen Tierkreiszeichen, und zwar der Single-Legungen für den April 2022. Die meisten Likes hast du, lieber Schütze, gegeben. Tja, das freut mich sehr. Und als kleines Dankeschön habe ich eine Bonuslegung für dich, lieber Schütze. Für alle anderen, die nicht dabei sind, die keine Bonuslegung jetzt noch haben für den Mai 2022, nicht traurig sein, einfach, tja, wenn es gefällt, wirklich das Like geben. Nicht nur denken, ja, ist super, sondern wirklich ein Like drücken und vielleicht gibt es ja bei der Bonuslegung für dich. Aber jetzt zu dir, lieber Schütze. Wenn dir das taugt, dass es für dich eine Bonuslegung gibt, gell? Dann nicht vergessen zu liken, weil ich schaue auch, wie das ankommt, weißt du, ob das wirklich eine Freude macht. Und habe mir natürlich überlegt, was mache ich, lieber Schütze. Womit könntest du eine Freude haben? Um die Liebe ging es ja bereits. Also diese, da gibt es ja bereits Legungen für den Mai 2022. Ich habe mir gedacht, ich schaue für dich, was ist das Highlight im Mai 2022, lieber Schütze? Wo kannst du den Fokus drauf legen? Wo sollte der Spot der Bewusstheit sozusagen drauf liegen? Ich hoffe, man sieht das irgendwie. Ich sitze nämlich draußen und wird wahrscheinlich nicht das ganze Kartenblatt sehen, lieber Schütze, aber dann sehe ich es einfach als Podcast. Und es gibt dann einen zweiten Teil. Da war es schon gut, wenn du den Bildschirm betrachtest. Da geht es um die Liebe und da habe ich mir gedacht, ich schaue, wenn es dir mal nicht so gut geht in Sachen Liebe, dass du welches Symbol, welche Energie dich kräftigt, ja? Also wenn es da energetisch mal nicht so gut geht in Sachen Liebe, das ist speziell auf Liebe, dann schau mal, was dich im Mai 2022, was da helfen darf, energetisch, gell? Gut, aber jetzt schauen wir mal ins Highlight, lieber Schütze. Mai 2022, Schütze. Schütze, Mai 2022. Das ist eine kollektive Legung und ersetzt keine persönliche Kartenlegung. Das warst du, lieber Schütze. Und ich sprich aus der Sicht einer Frau. Und du Mann bist, drehst es entsprechend um. Danke. Schütze. Highlight Mai 2022. Gut, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber. Es blendet so. Die Liebe, lieber Schütze, die Liebe möchte oder nicht möchte deine Aufmerksamkeit, das ist jetzt nicht gut ausgedrückt. Es ist der Mai 2022 ein idealer Monat für dich, dass du die Liebe, Selbstliebe, aber auch das Thema Partnerschaft, Kennenlernen von jemandem,
einfach ein bisschen beleuchtest. Mehr beleuchtest. Oder auch das Leben zu lieben. Das ist jetzt auch ganz stark da, lieber Schütze. Dich ins Leben zu verlieben. Du hast sicher schon im Mai geschaut, Mai 2022, die Single-Legung oder die Venus- und Mars-Legung sicher geschaut. Aber vom Highlight her ist es die Liebe. Schütze. Und zwar zwei Dinge. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, lieber Schütze. In welcher Liebessituation, ob du Single bist oder in einer Partnerschaft oder gerade jemanden kennengelernt hast. Aber wie dem auch sei, du warst ja am besten der Situation. Entweder du rückst sozusagen das Thema Selbstliebe in den Fokus und oder Partnerschaft, beziehungsweise dass du, wenn du, falls du Single bist, jemanden, falls du jemanden kennenlernen möchtest, natürlich Verbindungen. Ja. Es geht darum, dass du, also dass der Mai für dich, liebe Schütze, als Highlight hat, dass du vor allem in den Fokus rücken sollst, was du, lieber Schütze, für ein Geschenk bist, dass du dir bewusst machen darfst, so, was du für ein Geschenk bist, und das kann man jetzt auf Selbstliebe ummünzen, ja, dass du dann einfach, da geht wieder der Wind, dass einfach der Selbstwert, der Selbstliebe, der Selbstakzeptanz steigt, gekräftigt wird, wunderbarer Monat dafür, aber auch im Sinne eines Kennenlernens oder einer Beziehung oder einer, welcher Konstellation du auch immer bist in Liebesdingen, dass du, dass der Fokus auf deinen, auf diese Einstellung, dass du ein Geschenk bist. Dass du ein Geschenk bist. Und jetzt ist so da, liebe Schütze, vielleicht magst du mir aufschreiben, was du an dir als Geschenk siehst, also einfach du als Wesen, ja. Es geht der Wind, ich halte. Ich schneide meine Videos nicht. Das ist alles ganz so, wie es wirklich ist, ohne Schneiden. Und zurecht rücken. Schütze. Weiters. Mai 2022, ein wunderbarer Monat, um zu reisen. Und zwar, das ist auf allen Ebenen gemeint. Das heißt, entweder kann das eine tatsächliche Reise sein, dass du eh schon dir gedacht hast, verreisen war halt wieder mal lässig. Vielleicht auch mit Freunden oder mit jemandem, der da einfach sehr nahe steht. Das kann auch dein Partner sein, der auch dein bester Freund ist oder falls du Single bist, mit deiner Freundin, mit deinem Freund, ja, es sind einfach Freunde. Aber, lieber Schütze, das kann auch so gemeint sein, solltest du wirklich da nutzen, dieses Verreisen im Geiste. Das ist so gemeint. Es können Seminare sein, Webinare, Videos, Literatur. Also, dass du deinen Geist erweiterst. Weil früher, ja, musste Lena Markertner immer
Also die sind zu einer ganz, ganz anderen Zeit entstanden. Und früher, wenn jemand eine Reise getan hat, ja, Schiff, dann war das nicht einfach nur eine Reise, sondern das hat sehr, sehr, sehr viel, also nicht so wie heute, ja, dass man einfach, dass das sehr leicht geht, sondern das war mal sehr, hat sehr lange gedauert und man ist in andere Kulturen eingetaucht und man hat dadurch sein Bewusstsein erweitert und ist mit erweitertem Wissen wieder zurückgekehrt, ja. Und daher ist da die Bedeutung für dich, lieber Schütze, entweder eine wirkliche Reise oder eine Reise im Geiste, also eine geistige Erweiterung. So ist es vielleicht besser ausgedrückt. Sicher ist sonst nur Highlight, also super Monat, der Mai 2022, das mal so in den Fokus zu rücken. Ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Jetzt kommt zum zweiten Teil, lieber Schütze, in Sachen Liebe. Das ist ja ganz besonders ein Highlight oder ein möchte ich einen besonderen Fokus im Mai 2022. Wenn es da mal nicht so gut geht, wenn du energetisch einfach nicht so gut drauf bist, was da da energetisch helfen? Gibt es da etwas, was du tun kannst, was für Symbol du verwenden kannst, dass du ein bisschen dich selber wieder ausbalancieren kannst energetisch? Wir schauen. Schütze. Die verwendeten Kartendecks, die sind in der Infobox zu finden. Muss ich schauen, trotz Sonne, dass man das wirklich sieht, weil dieses Symbol, was da jetzt kommt, oder vielleicht sind es auch zwei, drei, das ist ganz wichtig, dass du das siehst, lieber Schütze. Also, Liebe, Mai 2022. Was unterstützt die? Einfach, wenn es mal ein bisschen herausfordernd ist, wenn es da mal energetisch nicht so gut geht, was unterstützt dich, wieder in Balance zu kommen, zentrierter zu sein, in Sachen Liebe, in Liebesdingen. Schütze, Mai 2022. Ist genug gemischt. Und die da. Und die wollte da. Okay. So. Schauen wir mal. Gut. Schütze. Es ist so, dass du diese beiden sind zwei Symbole gekommen, dass du die verwenden kannst. Ich halte es ein bisschen in die Kamera. Das ist Saturn. Vielleicht meinst du das einfach ab oder machst du einen Screenshot. Und das ist der Zwilling Merkur. Ich versuche, das ruhig zu halten. Und dann ist noch also eine Zahl aus der großen Arkana, das da ruhig kommen. So, jetzt beginne ich mit der Erklärung. Also, das, was dich kräftigt, ist, also entweder du nimmst eines von beiden Symbolen oder beide und energetisch siehst du das Wasser damit. Das, was dich kräftigt, ist bei Saturn, wenn es in der Liebe einfach mal ja, herausfordernd wird, im Mai 2022, lieber Schütze. Bei Saturn geht es um Zentrierung, Abgrenzung, die Treue zu sich selbst zu stärken. Ich channel jetzt, ja, lieber Schütze.
was da ganz besonders hervortritt, weil Saturn hat mehrere Bedeutungen, sehr, sehr viele. Ich spüre aber da eine. Das war es eigentlich. Ich weiß jetzt noch gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber das war es eigentlich. So, Zwilling Merkur. Stärkt dich. Wenn es mal ein bisschen in Sachen Liebe holprig ist, innerlich, energetisch. Zwilling Merkur, dieses Symbol kräftigt dich, Schütze. Flexibilität, Leichtigkeit bringt Flexibilität rein, dieses Symbol. Du kannst es als Hintergrundbild am Handy nehmen, du kannst es aufzeichnen und irgendwo hinkleben als Post-it oder ein Bild malen damit. Aber es ist quasi, es ist wirklich für den Mai 2022 gedacht. Fürs Kollektiv, ja. Flexibilität und Leichtigkeit, das stärkt es ja, die zwei Aspekte. Und dann haben wir noch den Stern vom Tarot. Und das, der Stern, ist eine Energie von der großen Arkana vom Tarot, lieber Schütze. Da geht es um Bewusstheit, um Spiritualität, um, was stell dir mal vor, es ist sternenklare Nacht und es ist jetzt schon am Abend ein bisschen wärmer und du schaust einfach in den Himmel und über alles mit Sternen und das, es gibt so eine erweiternde Perspektive, ja, erweitertes Bewusstsein. Vielleicht, sehr interessant, ja, weil der Stern ist natürlich auch eine Karte, die die Astrologie, bin ja Astrologin seit vielen Jahren, symbolisiert der Stern vom Tarot, der mehrere Bedeutungen, aber man kann die Karte natürlich auch so nehmen, der Stern, ja, die Sterne, ne? Deine Sterne. Und interessant, dass ja zwei Symbole, dieses Kartenset hat 58 Karten, ja, und es sind genau Planetensymbole gekommen und jetzt ja noch der Stern. Das heißt, wer weiß, vielleicht steigert sich das Interesse für Astrologie. Oder es ist ein Ort, es war gerade jetzt so eine Sternenmeditation, wenn du wirklich am Abend mal in den Sternenhimmel schaust und erweiterst damit dein Bewusstsein. Es geht in diese Weite des Alls, so war das jetzt da. Und ein weiterer Aspekt, der ist jetzt auch noch ganz stark, dass du deine Zuversicht stärkst, lieber Schütze. Und es war halt jetzt eine Affirmation da für dich, für den Mai 2022. Ich bin Zuversicht. Ich bin Hoffnung. Ich bin Glück. Diese drei Affirmationen kannst du mindestens dreimal wiederholen, gerne auch öfter, dreimal für die Dreifaltigkeit Körper, Geist, Seele. Sei es. Schütze, das war's. Fertig. Es ist jetzt da, dass es rund ist für dich, die Botschaft. Lieber Schütze, nochmal ganz herzlichen Dank für die vielen, vielen Likes, für die Single-Reihe im April 2022. Warst du an der Spitze mit den Likes und das war mein kleines Dankeschön dafür. Ich hoffe, du hast viel Freude damit gehabt und ich sage mal bis bald und viel, viel Segen für dich, Stella.